Die Wohnung war angemietet und dort ging sie bis abends ihrem Gewerbe nach, wurde oft dann von ihrem Mann auch abgeholt, wie es auch an diesem Tag eigentlich so sein sollte. Dadurch hatten die Eheleute ein sehr geregeltes und gutes Einkommen und anderen Leuten fiel es gar nicht auf, was für eine Arbeit sie nachging. Der Ehemann, der Einzige, der von dem Doppelleben wusste. Das Repertoire der Jacqueline war recht vielseitig. Über einschlägigen Inseraten bot sie ihre verschiedensten Dienste an. Ausgeschlossen war für Jacqueline abnorme Sexualpraktiken. Das heißt, sie war der Sadomaso-Szene nicht zuzurechnen. Die Jacqueline war sehr, sehr nett, die war lebenslustig, die hat immer gelacht. Die kannte Hide, die hatte sehr viele Kunden. Die hat Kaffee getrunken mit den Kunden, die hatte Kuchen gegessen. Es war richtig so eine Familie. Nach dem Verbrechen geht in der Szene die Furcht vor einem Serientäter um. Ist klar, wenn man sowas passiert, hat man am Anfang immer Angst. Vielleicht hat der Täter wieder zurückkommen. Ne? Vielleicht kommt auch der Täter eine Tage zurück. Das ist natürlich schwer zu erkennen. Ne? Die Oehlinger Straße und auch diese Sackgasse ist durch Wohn- und Geschäftshäuser besiedelt. Ist also nicht die typische Gegend, wo man Prostituierte gewöhnlich vorfindet. Mit viel Einsatz versuchen Jacquelines Kolleginnen, die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen. Den Rest der Bevölkerung aber lassen Prostituiertenmorde eher kalt. Zeugen, die nicht aus der Szene stammen, sind in einem solchen Fall eher eine Seltenheit. Wir wissen, dass der Täter sich sicherlich etwa anderthalb Stunden in der Wohnung aufgehalten hat. Das ist ziemlich lange. Aber er hat sich zunächst in der Wohnung als Kunde befunden und er hat Geschlechtsverkehr gegen Bezahlung ausgeübt. Warum er letztlich sich so lange dort aufgehalten hat, ob es mit der Jacqueline so abgesprochen und bezahlt war, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nur, dass er dann nach der Tat noch Zeit in dem Raum verbracht hat, Zeit, Geld zu entwenden und Spuren zu beseitigen. Das Motiv. Wählte der Mörder sein Opfer gezielt aus oder wurde Jacqueline zum Zufallsopfer eines Psychopathen mit Lust am Töten? Über das Motiv des Täters lässt sich zurzeit nur mutmaßen. Es ist möglich, dass es sich um einen schlichten Raubmord handelt. Wir wissen anhand der Spurenlage, dass das Gelder fehlen. Andererseits sind andere wertvolle Gegenstände noch in der Wohnung belassen worden. Vor allem den Schmuck Jacquelines hat der Täter in der Wohnung zurückgelassen. Der letzte Kunde der Jacqueline, für uns der mutmaßliche Täter, kam nicht ganz unentdeckt ins Haus. Er ist beobachtet worden. Es gab eine Kollegin, die zum einen, weil sie einander beobachteten zur Sicherheit, zum anderen vielleicht auch ein bisschen aus Neugierde, diesen Mann im Haus gesehen hat. Sie konnte uns späterhin auch eine recht gute Beschreibung dieses Mannes geben. Bereits ein paar Stunden nach der Entdeckung von Jacquelines Leiche gibt es für die Ermittler eine erste Personenbeschreibung des Gesuchten. Auffallend ist seine verwaschene Jeansjacke mit den abgesetzten rosafarbenen Ärmeln. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und schlank. Er hat braune, gewellte Haare mit freien Ohren. Ein Phantombild wird gezeichnet und an die Presse verteilt. In diesem Fall ist es so, dass wir Spuren gefunden haben, die als sogenannte DNA-Spuren bezeichnet werden. Spuren, die uns irgendwann die sichere Feststellung ermöglichen, anhand des genetischen Fingerabdruckes, ob es sich um den Täter handelt oder nicht. Im Aktenbestand der Kripo Krefeld steht der Fall Jacqueline noch immer in dem Schrank mit den ungeklärten Fällen. Obwohl die Ermittler auch heute noch jedem noch so kleinen Ermittlungsansatz nachgehen. Die Fahndung nach Verdächtigen gleicht einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es kann durch die Zeitung jeder erfahren haben, wo Jacqueline wohnt. Jeder kann telefonisch Kontakt aufgenommen haben. Jeder Mann in diesem Alter kann sie aufgesucht haben. Insofern ist der Personenkreis, in dem wir nach dem Täter fahnden, riesig groß. In der Mordkommission Jacqueline wurden eine Vielzahl von Personen überprüft, insgesamt mehr als 1000. Wir haben hunderte von Personen anhand DNA-Proben überprüft und als Täter ausgeschlossen. Überprüft wurden auch die Alibis jener Männer, die in den Kreis der Verdächtigen geraten waren. Am Ende war es aber immer wieder so, dass der genetische Fingerabdruck in den Spurenakten jeden überprüften Mann als Mörder von Jacqueline ausschloss.
Und so wendet sich die Krefelder Mordkommission Jahre nach dem Verbrechen noch einmal an die Öffentlichkeit. Wichtig für uns ist auch jetzt noch, dass wir Hinweise aus dem Milieu bekommen. Hinweise auf Personen, die sich verdächtig verhalten. Auch oder gerade Hinweise durch Prostituierte. Wir denken, dass von diesem Täter eine Gefahr ausgeht. Wir wissen nicht, ob er anschließend nochmal zugeschlagen hat oder in Zukunft noch einmal zuschlagen wird. Deswegen werden wir alles tun, diesen Mann zu ermitteln. Die Frau, die als Jacqueline in dem Privatbordell Winnerzoo 15 in Krefeld ihre Dienste anbot, wurde am Freitag, den 3. April 1998 ermordet. Verdächtig ist ein ca. 30-jähriger Mann, der sich zwischen 15.15 Uhr und 17 Uhr in dem Haus aufgehalten hat. Der Mann wird als schlank, brünett und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Besonders auffallend war, er trug eine helle, verwaschene Jeansjacke mit rosafarbenen Ärmeln und graurot gestreiftem Innenfutter. Wer kennt jemanden, der eine solche Jacke getragen hat? Die Kripo Krefeld bittet dringend um Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden. Im Mordfall Jacqueline sind 2.500 Euro Belohnung ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo Krefeld oder rufen Sie unser anonymes Hinweistelefon an. Ganz anders der Fall, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Mitten in einem gutbürgerlichen Wohngebiet im Hamburger Stadtteil Schnelsen kam es am 21. Januar 1999 gegen 18 Uhr auf offener Straße zu einem Streit zwischen zwei wildfremden Menschen. Innerhalb weniger Minuten ist die Auseinandersetzung zu einem Mord eskaliert und der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Hansestadt Hamburg. Ortsteil Schnelsen-Burgwedel. Tatort Grotwisch. Es ist Donnerstag, der 21. Januar 1998. Zunächst ein Tag wie jeder andere. Doch was hier gegen 18 Uhr geschieht, sorgt in der Hansestadt über Wochen hinweg für immer neue Spekulationen und am Ende für eine fürchterliche Erkenntnis. Hier am Stadtrand von Hamburg stirbt ein Mensch bei einem Streit. Der 43-jährige Jörg Kiesel hat seinen Wagen halb auf dem Gehsteig abgestellt. Eine Parksünde mit tragischen Folgen. Als der Parkplatzmord geht diese Tat in die Kriminalgeschichte der Stadt ein. Bis heute ein ungeklärter Fall. Ja, wir befinden uns hier jetzt in der Straße Grotwisch in Burgwedel in Hamburg-Schnelsen. Und hier an diesem Ort stand das Fahrzeug, ein Kia von Jörg Kiesel. Die beiden rechten Reifen, also Vorder- und Hinterreifen, standen dort auf dem Gehweg und behinderten schlichtweg die Fußgänger. Es war kaum ein Durchkommen für die Fußgänger. Beide Reifen waren vermutlich durch ein normal übliches Taschenmesser zerstochen worden. Und Jörg Kiesel, das Opfer, kommt dann hier an diesen Ort und überrascht vermutlich den Täter. Stellt ihn, der sich dann in diese Richtung, den Grotwisch entlang, entfernt, versucht zu flüchten und Jörg Kiesel geht hinterher. Statt gleich die Polizei zu alarmieren, nimmt Jörg Kiesel die Sache selbst in die Hand. Eine für ihn tödliche Entscheidung. Jörg Kiesel fordert vermutlich den Mann auf, bleiben Sie stehen, ich rufe die Polizei, Sie haben mir die Reifen zerstochen. Dieser Mann bleibt aber nicht stehen, sondern setzt hier seinen Weg fort und dreht sich um und schießt in die Richtung von Jörg Kiesel. Wir vermuten, dass er ganz bewusst daneben geschossen hat, sondern dass er ihn abschrecken wollte. Er wollte, dass er von ihm ablässt und dass er seine Flucht fortsetzen kann. Dabei dreht der Täter sich jeweils wieder um, sieht in Richtung von Jörg Kiesel, beide Männer schreien sich, pöbeln sich an, hält wieder die Waffe in seine Richtung und schießt. Danach dreht er sich wieder um und setzt seinen Weg fort. Jörg Kiesel lässt sich aber nicht beeindrucken und verfolgt ihn weiter. Bei der Waffe, das stellt die Polizei später fest, handelt es sich um eine 5,6 mm Pistole. Diese ganze
Situation, diese ganze Szene wird beobachtet von einem Zeugen, damals 14 Jahre alt, der in einem Abstand von 10 bis 15 Metern diese beiden Männer immer verfolgt. Also das Auto stand hier vorne und ich kam dann halt von zu Hause halt und habe das dann gesehen, dass der gerufen hatte, halt bleib stehen, und dass er die Reifen zerstochen hatte, das hatte ich gehört von dem. Und dann sind die weiter geradeaus gegangen halt, und ich bin dann hinterher, weil ich ja nur zu meinem Freund wollte. Nur wenige Sekunden später wird der Schüler Zeuge eines brutalen Verbrechens. Der Täter vermutlich hatte hier an diesem Punkt nur noch eine Patrone zur Verfügung und sah für sich keinen anderen Ausweg, als auf jetzt diesen Mann, der ihm aggressiv gegenüberstand, der ihm vielleicht auch körperlich überlegen war, auf ihn zu schießen. Das hat er getan, und es kam letztendlich zu einem Tötungsdelikt, das er mit Sicherheit nicht gewollt hat. Der bis heute unbekannte Täter verschwindet im Dunkeln des Winterabends. Er entkommt möglicherweise in eines der Wohnhäuser in Tatortnähe. Hier unter dieser Brücke sitzen zwei Jungs, damals 8 und 9 Jahre alt. Sie hatten zuvor hier in diesem Park gespielt, wurden auf die Männer aufmerksam, hörten Schüsse in diesem Park und bekamen Angst. Sie saßen dann unter dieser Brücke und haben den tödlichen Schuss quasi live miterlebt als weitere Zeugen. Jörg Kiesel wird in der Brust getroffen. Der Täter flüchtet in diese Richtung und Jörg Kiesel kann sich noch einige Meter weiter schleppen und bricht letztendlich dort hinter den Bänken zusammen. In der Parkanlage hinter dem kleinen Bach stirbt Jörg Kiesel an den Folgen eines einzigen Schusses. Hinter der Parkbank liegt die Leiche eines Mannes, der um nichts auf der Welt klein beigeben wollte. Ich bin froh, dass ich das überlebt hatte, aber ich habe es halt leider mitverfolgt, und das war auch echt schlimm. Ich konnte einige Nächte nicht gut schlafen, weil ich daran immer noch gedacht hatte. Immer wieder versucht die Polizei in der Parkanlage zwischen Grotwisch und Goldmariekenweg den Tathergang zu rekonstruieren. Wir hatten drei Zeugen, die allesamt den Täter gesehen hatten und somit natürlich einen visuellen Eindruck gewonnen haben. Da war natürlich die Chance für uns da, der Täter kann wiedererkannt werden. Als zweites wussten wir, er hat mit Kaliber 5,6 geschossen, eine scharfe Schusswaffe, also muss er auch im Besitz einer scharfen Schusswaffe sein. Bei der Analyse möglicher Motive kommen die Ermittler immer wieder zu einem Ergebnis. Der Gesuchte dürfte ein Mann sein, der hier in seinem Viertel Burgwedel für Ordnung sorgen will. Ein Anwohner, der sich von der Polizei nicht gut beschützt fühlt. Einer, der mit einer geladenen Pistole in der Tasche herumläuft. Als erste Aktion hat die Mordkommission Flugblätter verteilt im Umfeld des Tatortes. Die zweite Aktion, so denke ich mal, das war ein Infostand auf dem Wochenmarkt. Hinweise gehen bei der Polizei ein. Einige interessante Spuren zerschlagen sich. Immer wieder untersuchen die Ermittler den Tatort und die unmittelbare Umgebung. Es waren Hunde im Einsatz, es waren Polizeikräfte im Einsatz, die den Tatortbereich abgesucht haben. Und in diesen Wassergräben, die wir hier sehen, und im weiteren Verlauf befindet sich noch ein Tümpel, haben wir auch nach der Tatwaffe suchen lassen durch Taucher. Aber wir haben keine weiteren Spuren der Tat gefunden. Die Hoffnung der Ermittler, der Mörder könnte die Pistole unmittelbar nach der Tat weggeworfen haben, führt ins Leere. Wir gingen davon aus, dass der Täter sich in der Altersklasse 40 bis 60 befinden musste. Und wir haben wieder diesen Kreis um den Tatort gezogen, da wir davon ausgehen, der Täter kommt aus dem Tatortbereich, und haben sämtliche Männer im Alter von 40 bis 60 vorgeladen. Dort in einem Kindertagesheim an einem Wochenende, an zwei Tagen, haben wir dann Fotos von diesen Männern gemacht und diese Fotos den Zeugen vorgelegt. Doch der Vergleich der Bilder bleibt ohne Ergebnis. Der Täter scheint nicht darunter zu sein. Männer, die eingeladen worden waren und nicht erschienen sind zu diesem Fototermin, die wurden von der Mordkommission später zu Hause aufgesucht. Auch bei der Öffentlichkeitsfahndung zieht das Polizeipräsidium nun alle Register. So, und jetzt ging es darum, das Bewusstsein in der anwohnenden Bevölkerung dafür zu schaffen, dass dieser Mensch sich unter dem befindet und woran man den erkennen kann.